Auf der Tagesordnung kommt noch der Punkt des Neubaugebiets um den Bahnhof. Was ist das Besondere aus deiner Sicht bei diesem Baugebiet? Es handelt sich um ein groß angelegtes innerstädtisches Stadtumbauprogramm, zum Teil gefördert von Bund und Land. Und ich finde es sehr positiv, dass sich das Gebiet jetzt dahin verändert hat, also die Förderrichtlinien dahin verändert haben, dass der soziale Wohnungsbau ein größeres Gewicht bekommt. Das heißt, es werden mehr Wohnungen gebaut als geplant und davon sollen 30% Sozialwohnungen sein und nicht nur 20% wie bisher in der Stadt üblich. Und das war bisher nicht so bei den Planungen für das Gebiet? Nein, es sind zusätzlich Wohngebiete im Webelhof und in der Ackerstraße hinzugekommen in das Fördergebiet, wo jetzt das Wohnumfeld verbessert werden soll, was ich auch sehr positiv finde. Nicht nur, weil es mein Stadtbezirk ist, sondern weil jeder Mensch, der sich in diesen Wohngebieten aufhält, einsehen wird, dass es sehr notwendig ist, etwas zu unternehmen und zu verbessern. Und der Wohnungsbau hat jetzt auf Maßgabe des Fördergebers insgesamt in dem Baugebiet ein größeres Gewicht bekommen. Okay, das heißt, du stimmst dafür? Auf jeden Fall.